Da hole ich mir jetzt. Mein Gott. Entschuldigung. Aber der lag irgendwie quer. Weiß nicht, ob das noch vom Husten kommt. So, heute gibt es wieder keine Quest. Hallo, lieber Pierre. Oh, du bist Skidmar. So, Blue, Kartoffeln. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viel die anderen bringen, aber ganz ehrlich, Kartoffeln war gut. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boah, ich glaube, ich habe etwas übertrieben. Ich glaube, ich habe jetzt etwas übertrieben. Oh Mann. Aber auf der anderen Seite, ich will nicht einfach die Zeit verstreichen lassen. So, wir können uns auch gar nicht so viel Dünger machen, wie wir Kartoffeln haben. 11. Wahnsinn. Ja, Adinovir, du hast doch was zu trinken. Das lässt mich nicht los. Boah, Gott. Das müssen wir jetzt jeden Tag bewässern. Alter. Oh Gott, ey. Aber auf der anderen Seite, wenn das fertig ist, wir sind reich. Wir sind so steinreich hinterher, wenn die ganzen Kartoffeln fertig sind. Ich habe jetzt gerade noch ein bisschen Angst. Ganz ehrlich, wir haben jetzt direkt am Wasser gebaut. Ich habe jetzt Angst, dass uns nachher noch eine Kartoffel ins Wasser fällt. Das wäre natürlich dann mega ärgerlich. Ich hoffe, dass das nicht passiert. Und ich baue jetzt hier nochmal eine Vogelscheuche zur Sicherheit hin. War hier das und ein Kohle. Ach, wir haben keine Kohle mehr. Nein! Wir haben keine Kohle mehr. Okay. Ich hoffe, das reicht auch mit zwei. Ja, ist doch gut, Atinoviel. Boah, krass. Okay. Was macht man an einem Tag, wo man nur Pech hat? Ich werde mal gucken, ob ich vielleicht noch ein paar Würmchen finden kann irgendwo. Ich will diese letzten beiden Leben noch haben, damit ich dann... Ach, wir müssen ja sowieso noch einen Copper... Ich sage immer Copper. Ich bin irgendwie so auf Englisch eingestellt, weil in so vielen Spielen, so viele Spiele sind auf Englisch. Boah, geil. Erstes Würmloch, erst sofort Leben. Wisst ihr was? Dann werde ich jetzt in die Höhle gehen, in die Mine. Und gucken, dass wir zumindest noch einen Kupferbarren machen können. In so vielen Spielen sind die Sachen auf Englisch, deswegen hat man sich einfach für Kupfer Copper angewöhnt. So, die Axt lasse ich hier. Okay, die Hacke lasse ich auch mal hier. Axt und Spitzhacke und Schwert werden wir auf jeden Fall brauchen. Weil sonst kriegen wir die Erzvorkommen ja gar nicht kaputt. Und ohne Schwert, ja gut, okay, wird schwierig. Ach, jetzt haben wir wieder keine Energie. Ah, oh, Scheibenkleister. Hier ein Lauch. Ich glaube, Lauch bringt auch ein bisschen Energie. Ja, 40 Energie. Ist immer noch besser als gar nichts. Also wenn es hart auf hart kommt, können wir zumindest darüber ein wenig Energiewett machen. Ist da unten auch was? Ja! Ich habe da nur so einen Zipfel gesehen. Ein silbernes. Wow, bringt sogar 56 Energie.
Nice. So. Dann gehen wir mal auf Stage 10. Ich habe jetzt nicht vor, zwingend... Ach ja, stimmt, wir haben ja noch die Truhe. Lederschuhe. Okay, was können die? Plus 1 Verteidigung, plus 1 Immunität. Wir haben, glaube ich, nur plus 1 Verteidigung. Ja, haben wir jetzt noch bessere Schuhe gefunden. Auch nicht verkehrt. Okay, hier ist es dunkel. Aber wir kriegen direkt Kopper, das ist nice. Und das, obwohl wir heute Pechtag haben. Okay. Also für einen Pechtag ist hier aber relativ viel Kupfer. So, wusste ich doch, dass hier wieder so einer von den Grabblern drin ist. Was ist das? Ih, was ist das? Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Eine olle Fliege war das. So. Hier ist wieder Kopper. Was haben wir hier? Oh, natürlich. So blöde Fliegen. Boah, dieses Summen vor allem. So, Amethyst. Sehr schön. Okay. Kann man die eigentlich auch mitnehmen? Oh, Tatsache. Haben wir mal eben eine Fackel mitgenommen. Können wir bestimmt auch auf unseren Hof aufstellen, damit es ein bisschen heller wird. Oh. Oh, der hat einen Stern. Ist das schlecht? Heißt das, dass das ein Boss ist? Oder halt ein starker Gegner zumindest? Der hält auf jeden Fall mehr aus. Und der hat Schuhe gedroppt. Plus 1 Immunity, Regenstiefel. Ich hätte einfach was, hier sowas, eine weiße Alge, ganz ehrlich, die kann ich essen, okay, aber bringen tut die nicht viel. Die hätte ich da auf diese Art und Weise, oh, oh Gott, ich bin da fast reingelaufen, nein, das wollte ich nicht. Kaputt! So, Inventar voll. Ja, okay, komm, nützt ja nichts. Eine Kirschbombe. Okay, ja, wenn wir irgendwo ein paar mehr Felsen sind, dann können wir die mal einsetzen. Und wir kriegen Kohle, geil! Hier zum Beispiel. Damit die mal weg ist. Naja, viel bringt die ja auch nicht. Ich brauche den Inventarplatz. Hilfe, was ist jetzt los? Ich weiß nicht, was jetzt los ist. Eine Fliege? Noch eine Fliege! Noch ein Alter, was ist hier los? Alter, oh, um Gottes Willen. Hilfe! Alles voll mit Fliegen. Oh, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Nach der... Hilfe. Das ist mir gerade too much. Nach der Schleiminvasion hatten wir jetzt eine Fliegeninvasion. So, hier Kopper, das nehme ich auf jeden Fall mit. Ja, okay, wir haben hier das komische Gras, was wir nicht mehr tragen können. Alles gut. So, der hat hier wieder eine, ach so, eine komische Kirschbombe. Oh, gehofft. Ja, aber die bringt nicht wirklich was. Okay, die Sachen will ich aber mitnehmen. Die Fliegen sind ätzend, ganz im Ernst. Na, geht weg, geht alle weg, ihr blöden Fliegen. Oh, wir gehen
Wir haben langsam bald keine Energie mehr. Müssen wir aufpassen. Boah, Alter. Oh Gott. Und langsam wird die Höhle auch schon ein bisschen mehr heavy, sage ich mal. So, hier, wir haben ja eh schon davon was. Ach komm, weißt du was? Ciao. Ist eh spät. Unser Inventar ist voll. Wir haben nicht mehr viel Energie. Und die Sachen, die wir jetzt haben, die will ich ehrlich gesagt nicht alle wegschmeißen. Ein bisschen Licht, okay. Ist jetzt nicht ganz so viel, aber da können wir mal ein bisschen was auf unserer Farm, glaube ich, aufstellen. Dann wird es wenigstens ein bisschen heller. Ein bisschen. Können vielleicht noch ein, zwei Bäume fällen gleich. Für die Energie auch vollends ausnutzen. So, können wir das vielleicht hier oben hin machen? Ne, hier geht nicht. Machen wir hier. Hier machen wir eins und hier. Na toll, viel macht es jetzt ehrlich gesagt wirklich nicht aus. Ist, ganz ehrlich, ich mache es gerade mal nicht hier. Ich mache es mal bei den Kisten hin, weil da finde ich es jetzt wirklich sehr dunkel. So. Das rein. Okay, jetzt haben wir einen Silbern, das heißt, der kann weg. Kohle kommt in die andere. Das sind die Schuhe. Die kann ich eigentlich verkaufen. Und alles in die andere Kiste. Kohle, Kupfer, Käferfleisch, und da. So, und die kann ich nicht verkaufen. Ich könnte höchstens probieren, mal in der Adventure-Gilde die zu verkaufen. Ich schmeiß die erstmal hier rein. Damit die uns das Inventar zumüllen. So, wo ist denn da ist Kupfer? Haben wir jetzt noch das letzte Kupfer, was uns fehlt, und dann können wir morgen nämlich, achso, wir haben ja keine Axt dabei, dann können wir morgen nämlich das Silo endlich bauen. Hey ho, nehme ich hier die Hacke, nehme ich auch auf jeden Fall mit. Hey ho. Auf jeden Fall noch andere Samen mal wieder, weil die wir bekommen, sind immer Kiefernzapfen. Aber um uns diese Müsli-Riegel zu craften, brauchen wir ja von allen drei Bäumen ja diese Samen. So, hier ein bisschen Kappes noch mal kaputt machen. Okay, jetzt wird langsam kritisch und müde sind wir auch. Dann schmeiße ich eben noch hier die Klamotten rein. Zack, zack, zack. Und dann geht's ab in der Kiste. Hat die Novial vielleicht auch schon. Boah! Yo! Nice! 1000 Gold mal eben nur mit Kartoffeln gemacht. Finde ich gut. Ich fall immer fast aus dem Bett raus. So, morgen. So. Ach, heute. Stimmt ja, heute ist ja dieses Eierfest. Ach ja. So, was haben wir denn heute gut drauf? Okay. Uns das auch bei der Eiersuche hilft, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Blauer Jazz. Ich packe ihn auch mal nicht hier rein. So. Jetzt ist natürlich die Sache, dann können wir ja heute gar nicht zu der hin, um unser Ding da bauen zu lassen. Achso, ja. Erst kommt natürlich die gute Artinoviel dran. Menschen reden mit ihren. Wir wissen hier. Hier ist gar nichts. Warum ist da nichts?
Habe ich da einfach nur was nicht gepflanzt oder waren da die Krähen zugange? So, hier ist wieder eine Kartoffel. Hier fehlt auch etwas. Warum fehlen da Sachen? Ich meine, ich hätte da doch überall was gepflanzt. Das gibt mir zu denken. So. Ding ist leer. Ich glaube, wir kommen nicht mal mit zwei Gießkannenladungen durch. Wir brauchen mittlerweile schon eine dritte Ladung. Oh Gott. Oh Mann. Da haben wir uns ja auch was eingelassen. Warum musstet ihr mir nur dazu raten, so viel Kartoffeln zu kaufen? Hallo? Treff nicht mal die Pflanzen. Ich bin schon völlig gießschwindelig. Gießtrunken nennt man das. Wenn du zu viel Blumen in einem Tag gießt oder Pflanzen, dann bist du gießtrunken. So. Alter, und das müssen wir jeden Tag machen. Kann man sich eigentlich später... hier, die kann weg. Kann man sich später eigentlich so ein paar Bimbos einstellen, die dann für einen die Felder gießen und ernten? Das wäre natürlich schon nice. So, Eierfest hat begonnen. Und da sind Würmchen. Die nehme ich natürlich noch mit. Einen kaputten Löffel. Günther. Prähistorisches Werkzeug. Ja gut, dann nehmen wir eben noch was für den Günther mit. So. Ach cool. Jetzt haben die hier überall was aufgebaut. So, Shop. Was heißt Shop? Rasenflamingo, Plüschhase, Erdbeersaat. Erdbeersaat? Pflanzen sie im Frühling, wächst in 8 Tagen, kann aber danach mehrmals geerntet werden. Okay. Ich weiß nicht, ob die jetzt so viel Sinn macht, ehrlich gesagt. Also noch zu pflanzen, sage ich mal. Weil wenn man die mehrmals ernten kann, dann macht es doch wahrscheinlich mehr Sinn, die am Anfang zu pflanzen. Und für 100 Gold... Ja, Saisonpflanze. Eine Zierpflanze, die sich jede Saison ändert. Sie benötigt kein Wasser. Okay, das ist wahrscheinlich einfach nur... Deko, sage ich mal. Aber... Ja, okay. Das bringt uns relativ wenig. Ich bin jetzt hin und her gerissen. Soll ich die Erdbeersaats mitnehmen? Ihr könnt mir ja gerne mal reinschreiben, ob das Sinn macht oder nicht. Ich kann schon mal währenddessen mit ein paar anderen Leuten reden. Der Linus. Keiner redet wirklich mit mir. Ich komme nur wegen der gefüllten Eier. Oh, tut mir leid. Man, der ist doch ein ganz netter Kerl, nur weil er halt eben ein bisschen, also nur weil er obdachlos ist. Ich finde das fies, dass sie den dann immer so ausgrenzen müssen. So, Shane. Unsere Hennen mussten Überstand machen, um dieses Fest vorzubereiten. Wir verdienen nur das Beste heute Abend. Eine Runde saftigen, goldenen Mais. Okay. Der Clint. Gibt es irgendwo noch mehr zu essen? Ja, okay. So, dann haben wir den Gas. Ich hoffe, allen schmeckt das Essen. Ich habe tagelang gekocht, um alles vorzubereiten. Ja, Spiegeleier, hartgekochte Eier, gefüllte Eier, Rührei, Schokoladeneier und so weiter. Du verstehst schon, ne? Ja. So, und die Pam. Die trinkt doch immer den Alkohol, die Pam. Ich hab den Punsch etwas aufgebessert. Ja, psst. Es bleibt unter uns, Kindchen. Die Leute sollen nicht merken, dass ich da eine Flasche Cognac reingekippt habe. Aber ich finde, so schmeckt er viel besser. So, Demetrius. Ah ja, schon etwas merkwürdig, sowas zu essen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht die... Stimmen mehr von allen. Der Frühling ist eine sehr geschäftige Zeit. Es geht nichts über einen freien Tag, um mit Freunden zu plaudern.
So, und die Caroline. Oh, der Abby liebt die Eiersuche schon von klein auf. Okay. Oh, der ist auch da. Selbst mit meinen Beinproblemen verpasse ich nie ein Stadtfest. Und ich habe euch alle im Blick. Mit meinem gesunden Auge, versteht sich. Der Willi. Ja, teilweise verstecke ich Eier zu und keiner findet sie. Naja, bis der Sommer dann kommt, heißen Temperaturen bringen schließlich den faulen Hurra an den Tag. So wie beim Fisch. Wenn der Fisch zu lange draußen liegt, dann riecht er genauso wie die Eier im Sommer. Ja, okay. Oh, cool. Kann sich hier... Hallo? Wir sind zu dick, glaube ich. So geht's einigermaßen. Okay. Ich freue mich immer auf diese Zusammenkünfte. Dadurch entsteht ein richtiges Gemeinschaftsgefühl im Tal. So, und die Penny. Die Kinder freuen sich schon seit Wochen auf dieses Fest. Wann beginnt die Eiersuche? Ich bin so aufgeregt. Hoffentlich kann ich ein paar Eier finden, bevor Vincent sie sich alle schnappt. Ja, mach dir mal. Gott, ich bin schon seit Tagesanbruch wach und färbe Eier. Mein absolutes Lieblingsteil dieser Jahreszeit ist das Eierfärben. Okay. Vincent liebt dieses Fest. Es ist schön, ihn so glücklich zu sehen. Ja, freut mich. Aber willkommen beim Eierfest. Dank meiner wundervollen Hennen. Und die Lea. Dieser Früchteputsch ist ungewöhnlich gut. Ich darf es zwar nicht sagen, aber... Hey, die Pam, ja, die versoffene Pam, die hat da eine ganze Flasche Cognac reingekippt. Was? Gelegentliche Pausen bei der Arbeit können auf lange Sicht die Produktivität steigern. Außerdem kann ich dann dafür Sorge tragen, dass mein Haar noch geschmeidiger wirkt. Ja, der und seine Haare. So, die ältere Generation. Dieses Fest war schon immer Tradition. Tradition verbindet uns mit unserer Vergangenheit und der Zukunft. Ein angenehmes Gefühl. Jungchen, heißt es damals. Damals in den 40er Jahren. Ja, das waren noch Zeiten. Da mussten wir immer noch im Keller leben. Jeder hatte da seine Notration, wenn mal wieder der Fliegeralarm ausgelöst war. Mein Mann, ne? Der war damals auch im Krieg. Der war dann noch ein junger Spund, gerade 17 Jahre alt geworden. Hat aber an der Front mitgekämpft. Ja, okay, die alten Geschichten, die brauche ich jetzt nicht. Wir sind alle so glücklich. Damals im Krieg, da hatten wir solche Feste nicht. Aber froh, wenn wir eine warme Mahlzeit am Tag gekriegt haben. Eier, warum immer Eier? Wir hatten damals unsere Militärration. Die waren nahrhaft, aber noch nichts geschmeckt. Ja, okay. Man muss das nicht immer alles ganz so ernst sehen, wie die Leute es mal sehen. So, was macht denn der Harvey da hinten im Busch? Oh, Eier gehören definitiv zu einer gut ausbalancierten Ernährung. Ups, ich sollte für den Moment mit meinen ärztlichen Ratschlägen verkneifen. Ach, das stört mich nicht. So, Alex. Ich versuche jeden Tag mindestens 3 Eier zu essen. Ich brauche das Protein für meine Beine. Ich will mich richtig schöne Beine haben wie bei Baywatch, weißt du? Da gucke ich mir nämlich jeden Tag an. Die alten Folgen von damals, ja, ist okay. Dieses Fest ist ganz nett, aber auf was ich mich wirklich freue, ist der Blumentanz. Ja. Es gab mal ein Eierwettwerfen mit faulen Eiern. Ich habe mich dabei immer bewerfen lassen. Ich war immer gerne das Opfer. Ich
Ich habe mich dadurch etwas lebendiger gefühlt. Bürgermeister Lewis hat dem schnell ein Ende gesetzt. Sie dachten, ich würde dadurch von den anderen nur gemobbt werden, aber eigentlich war ich es, der es so wollte. Oh Mann, ey. Meine Nase. Nase. Allergien. Okay, der stirbt 10 Tode. Nach Eiern zu suchen ist fast wie eine Schatzsuche. Ja, gut. Kann man hier eigentlich... Gibt es hier sonst noch jemanden? Bis, wo weit geht das Fest eigentlich? Da kommen wir nicht raus. Okay. Gucken wir, ob wir vielleicht hier irgendwo hinter einer Ecke noch den Zauberer finden. Der dann heimlich dann noch seine Drohung wieder verkauft. Aber scheint nicht so. Okay. Wir haben mit allen geredet, oder? Ach nee, den Bürgermeister haben wir noch nicht. Ah, den habe ich ganz vergessen. Meinst du, dass jeder für die Eiersuche bereit ist? Okay, ist ganz gut, dass wir den vergessen haben. Ich weiß zwar nicht, was ich machen muss, außer halt, dass ich Eier suchen muss, aber ja, lass uns mal anfangen. Es ist Zeit für das Highlight der heutigen Festivität, die jährliche Frühlingseiersuche. Juhu! Ganz ruhig, Kinder. Ihr braucht eure Energie noch. Wenn ihr die meisten Eier finden wollt und den Preis abstauben wollt. Was, Preis? Nun denn, sind alle bereit? Lasst die Eiersuche beginnen! Huch! Okay, Eier, ich muss Eier finden. Oh, da hinten ist ein Ei. So. Oh, verdammt. Muss schnell sein. Da unten ist ein Ei. Da sind zwei. So, drei. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich brauche überhaupt. Oh, da ist noch eins. Vier. Fünf. Nein, unsere geliebte Mutter, ja, unsere geliebte Mutter ist schön. Ich stehe gerade von Adrenalin. So, da habe ich noch eins gesehen. Und da oben, da ist noch eins. Oh Gott. Oh, jetzt, verdammt, ist gleich zu Ende. Da oben ist auch noch eins. Und da, das schaffe ich noch. Nein, nein. Oh, komm schon. Ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt haben. Ich glaube 10 oder 11 oder so. Ich weiß nicht, ob das reicht. Wow, schult euch all die Eier an. Wenn ich euch Kinder dazu kriegen könnte, Müll so effizient aufzusammeln, hätten wir die sauberste Stadt diesseits des Edelsteinsees. Wie sie alle lachen. Und jetzt der Gewinner der diesjährigen Eiersuche. Oh Gott, es wird spannend, es wird spannend. Kimber! Yeah! Hier ist sein Preis. Viel Spaß. Was? Ich kriege einen Strohhut? Nun, das war das Eierfest für dieses Jahr. Danke, dass ihr dabei wart. Wir haben einen Strohhut bekommen. The King of the Pirates! My name is Monkey D. Luffy! Okay. Achso, wir haben noch dieses komische Werkzeug. Hier, halt. Da kommt's dran. Ja, gut. Haben wir jetzt einen coolen Hut? Dann
würde ich sagen, heute geht nicht mehr viel. Ich hau mich jetzt auf ins Bett. Hallo Artino Fjell. Achso, die schläft schon. Mit Hut geht er ins Bett. Level up! Hofarbeit! Stufe 2! Plus 1 Dienstkern-Effektiv und Hackeneffektivität. Neues Herstellungsrezept Steinzaun. Neues Herstellungsrezept Mayonnaise-Maschine. Was? Und neues Herstellungsrezept Sprinkler. Geil! Eine Kartoffel. Dann können wir jetzt endlich Sprinkler machen. Ach, jetzt habe ich... Fällt mir ein... Ah, ich habe jetzt die Erdbeeren gar nicht mehr gekauft. Na, egal. Macht Eier zu Mayonnaise. Okay. Sprinkler. Bewässert jeden Morgen 4 Felder um sich herum. 4 Felder. Kostet 1 Kupferbarren und 1 Eisenbarren. Damit wir 4 Felder nicht mehr selber bewässern müssen. Ganz ehrlich, ich glaube, das lohnt nicht. So, ein Steinzaun. Gut, können wir halt aus Stein machen. Achso, Moment. Natürlich vergessen zu gucken. Wetterbericht. Ganzen Tag klar und sonnig. Und Wahrsager, was sagt der? Heute gut drauf, extra Glück. Sehr schön. Und der Königin der Soßen ist auch wieder da. Diese Woche gibt es einen Kohlsalat. Stellst du dir fade, schlaffe Kohlberge vor? Das geht nicht nur dir so. Aber ein guter Kohlsalat kann so viel mehr sein. Hierfür benötigst du saftigen, frischen Kohl. Vermische ihn mit ein wenig Essig und Mayonnaise und schon bist du fertig. Ach, so knackig und frisch. Das könnte ich mir sogar vorstellen, dass das wirklich gut schmeckt. Okay. The first thing of the day. The same procedure as every day is... Kätzchen. So, dann werden wir einmal unser Feld bewässern. Die gute Robin, die macht ja... Toll. Die macht ja ohnehin erst um 9 oder sowas auf. Und dann können wir heute zumindest mal unser Silo bauen lassen. So, Gießkanne ist wieder leer. Schnarch. Ich bin froh, wenn ich einen Rucksack kaufen kann. Aber wie das halt immer so ist, man hat immer so ein paar Nebenausgaben. Na toll. Sodass sich das alles immer so ein bisschen in die Länge zieht. Gut, wir hätten natürlich die Kartoffeln nicht kaufen müssen. Aber ich glaube, unterm Strich lohnt es sich für uns. Weiß ich nicht, brauche ich überhaupt Erdbeeren fürs Gemeindehaus? Voll machen. Nicht, dass ich jetzt sonst keine Erdbeeren mehr kriege und wir stehen am Ende dann da. So, jetzt brauchen wir, brauchten Steine, wir brauchten Lehm und wir brauchten Kupfer. Nein, das war falsch. Kupfer. Ich mache gerade noch mal eben hier ein Quarz rein. Quarz und Co. Kennst du vielleicht? Das ist eine Serie von damals. Weg. Der stört mich hier gerade. Quarks und Co. Das lief in den Schulen teilweise immer. Also wir haben das in damals in Biologieunterrichten und Physikunterrichten mal geguckt. Ist schon lange her. Achso, wo laufe ich denn hin? Hallo, liebe Robin. Ich möchte jetzt endlich mal meinen hier, hast du nicht gesehen, Silo bauen.
Die Frage, wo ich das denn hin? So, hier hinterm Haus kann ich es leider nicht. Da hier geht's auch nicht. Ich könnte es hier hinbauen. Dann kann ich immer noch hier hinterm Haus im Zweifelsfall lang gehen. Ich glaube, man kann die hinterher noch. Ich meine, ich habe gelesen, man kann die Häuser noch mal bewegen. Oh, geil. Oh, das brauchen wir doch fürs Gemeindehaus. Wie hier die Blütenblätter einfach alle auf einer Linie sind. Ich kann mal eben kurz gucken. Da ist noch eine von diesen. Und da ist Lauch. Das müssen wir auf jeden Fall mal uns organisieren, die Sachen. Ja, okay. Ich baue es dann hier oben hin erstmal. Okay, ich werde morgen früh damit anfangen, an deinem neuen Hofgebäude Silo zu arbeiten. So, ein bisschen was kaufen können wir hier noch. Könnten wir. Billigfernseher, Fernseher, Ziegelkamin, Steinkamin, Ofenkamin. Ach, hier können wir noch diverse Rezepte kaufen. Ah, es gibt so viel, was wir machen können. Aber ganz ehrlich, dafür habe ich momentan noch kein Geld. So, dann schauen wir mal, dass wir diesen komischen Pilz von da hinten pflücken können. Jetzt muss natürlich das erst nochmal gebaut werden. Gut. So, und dann waren da unten noch irgendwelche Sachen gewesen. So, hier kommen wir natürlich nicht durch. Ein bisschen was muss hier eben weg, sonst komme ich gar nicht durch. Da haben wir noch eine. Da ist noch was. Und hier ist noch was. Oh, Inventar ist voll. Den können wir aber auf jeden Fall mitnehmen. Okay, hier kommen wir nicht durch. Müssen wir oben lang gehen. Der Meerrettich, ganz ehrlich. Ah, so dringend brauchen wir ihn jetzt nicht. Was machst du da, Artinoviel? Ist die Wand spannend? So. Dann würde ich sagen, packen wir mal einen davon hier rein. Den silbernen. Hier, so das Lauch kann weg. Harz, Kiefernsamen, Holz, Lehm, Steine kommen hier rein. Und die können weg. Ein Quarz. Dann machen wir hier gerade nochmal den letzten davon rein. Dann haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen was auf der Tasche. So, und da wir momentan leider so dringend Geld brauchen, laufe ich gerade nochmal eben nach unten, um diesen komischen Meerrettich zu holen. Ich kann sonst heute Nacht nicht schlafen. Hier. Muss man dran gewöhnen, dass es hier so verwinkelt alles ist. Gut. Ganz ehrlich, können wir ein bisschen dezimieren. Wir haben ja jetzt auch relativ viele Steine ausgegeben. Können wir mal wieder ein paar abbauen. Hier Steinchen, Steinchen, Steinchen. Hier ist noch Steinchen, da ist noch Steinchen. Mit dem kommen wir nicht dran. Steinchen, Steinchen. Noch mehr Steinchen. Noch ein Steinchen. Und Kohle haben wir gefunden. Oh, das sind Würmchen. So, ein bisschen Kackhaufen kriegen wir noch. So, irgendwie ist da jetzt gerade so ein bisschen Gezuppel da reingeflogen. Aber ich glaube, den Stein selbst haben wir bekommen. Oh, schon fertig? Quarz geht auch relativ schnell. Achso, wir haben ja eh Kohle dabei. So, dann packen wir das hier rein, da rein und das kommt weg.
Gut, 14 Uhr, wir haben keine Energie mehr. Was machen wir denn jetzt? Können wir jetzt noch nicht ins Bett gehen? Wir können mal, hier. Wir können mal gucken, ob wir vielleicht noch eine Quest an dieser Anschlagtafel haben. Und hier sind nochmal Würmchen. Und wir finden wieder ein Buch. Sehr gut. Ich glaube, die Bücher, die sind richtig gut. So, jawohl. Gucken, wer möchte denn was haben? Kaufe Brasse. Einmal zum doppelten Marktpreis. Bitte direkt zu mir liefern. Für den Linus. Brasse, hatten wir den nicht? Hatten wir nicht eine Brasse? Wie die Musik immer so abrupt endet, wenn wir aus der Stadt rausgehen. So, müssen wir eben gucken. Eine Brasse. Brasse, ja. Cool. Haben wir sogar noch eine. Und der Kopper ist schon wieder fertig. Warum macht der eigentlich immer die andere Kiste auf? Wir stehen noch vor der blauen Kiste. So. Durchkommen wir hier auch noch. Sehr schön. Dann gehen wir mal zum Linus. Und gucken wir mal, dass wir den mit der Brasse ein bisschen glücklich machen können. So, der ist zum Glück relativ einfach zu finden. Der kann auch nicht sagen, ab 20 Uhr kommt man zum Beispiel nicht mehr rein. Hallo Kidma, Brasse, genau was ich gesucht hatte. Vielen, vielen Dank. Hier deine Bezahlung, wie versprochen. Woher hat er eigentlich eine Bezahlung? Jetzt mal ganz im Ernst. Der ist doch ein Obdachloser. Letzte Nacht hat jemand Steine auf mein Zelt geworfen. Ich musste abwarten, bis es aufhörte. Oh Mann, ey. Das ist voll gemein. Das ist voll gemein, wie die den teilweise behandeln. Also manche sind echt lieb. Das ist sowas, was der Gast zum Beispiel gemacht hat, das fand ich richtig nice. Ich suche nochmal gerade hier ein bisschen nach Würmchen. Weil wir hätten natürlich jetzt bei der Gelegenheit die Sachen für die Abenteuer. Gucken, ob wir die Sachen in der Abenteuergilde verkaufen können. Nehmen können. Ah, guck mal, hier ist noch ein bisschen Lauch. Sogar goldener Lauch. Sehr schön. Dann kann ich, glaube ich, den Silbern, den wir haben, mal verkaufen. So, beim Linus haben wir jetzt auch ein Herzchen, oder? Ja! Cool. Aber dass die Herzen wieder weggehen, das finde ich echt doof. Also, es ist. Sich bei allen einzuschleimen, ist so schon echt schwer. Und wenn wir jetzt dann auch noch darauf achten müssen, dass wir denen da so regelmäßig Geschenke machen. Und noch ein Buch. Nice. Dass wir denen so regelmäßig Geschenke machen, dass die eben nicht runterfallen. Das ist schon hardcore. Premium-Lauch. Ja, das ist Premium-Lauch. Und den guten Premium-Lauch behalten wir auch. Ich denke immer jedes Mal, wenn die Musik so abrupt endet, da passiert jetzt irgendwas. Aber wir kommen einfach nur auf diese Zwischenstraße. So, hier sind keine Würmchen mehr und auch nichts zu mitnehmen. So, dann der Silberlauch weg und Premium-Lauch kommt hier rein. Den schmeißen wir hier in die Kiste. Kupfer ist fertig und 1, 2, 3, 4, 5, 1, zack, können wir nochmal wieder einen neuen reinschmeißen. So, 18.40 Uhr, mal eben gucken, ob wir hier unten noch irgendwas haben. Noch ein bisschen Wasser. Hallo, achso, wie ich so komisch rumgehen. So, haben wir hier vielleicht noch das eine oder andere Würmchen? Ich will jetzt... Ja, das ist zwar kein Würmchen, aber es ist immer noch Meerrettich. Nein, den sollst du nicht essen. So, haben wir hier noch Würmchen?
Da ist noch etwas Löwenzahn. Gut. Ah, guck mal, ein bisschen Frühlingszwiebel. Die bringen ja eigentlich gar nichts. Aber ich sag mal, wenn wir schon mal hier sind, dann können wir sie auch mitnehmen. So, hier sind auch immer noch ein paar welche gewesen. Oder hier, oder... Da ist nichts. Hier ist noch ein Rettich. Was ist denn das? Verlorene Axt! Ach, stimmt, wir sollten ja noch eine Axt finden. Das habe ich ganz vergessen. Ja, jetzt haben wir einfach mal durch Zufall die Axt gefunden. Eigentlich wollte ich Würmer suchen, aber okay. So, hier ist auch nichts mehr. Ich glaube, man merkt, dass wir Geld brauchen. So, hier ist diese alte ranzige Hütte, was auch immer die für eine Bewandtnis hat. So, hier werden keine Würmchen sein, weil hier gibt es ja nichts zum Umgraben. Die können ja nur auf diesen, hier, auf solchen, auf diesen, auf der lockeren Erde sein. Ich glaube, wenn wir jetzt hier hochgehen, kommen wir wieder zu uns, zu der Ranch, oder? Ja. Dann können wir nochmal eben rauslaufen. Wir waren ja einmal um den See rum. So. Dann kann ich den Kappes eben wegschmeißen. So, also Gold hebe ich da mal auf. Da habe ich jetzt mal ein bisschen mehr von, aber ganz ehrlich. Also die Axt können wir nicht wegschmeißen. Die lasse ich auch im Inventar, weil die gebe ich dann Robin bei nächster Gelegenheit. Und dann würde ich sagen, hauen wir uns in eine Koje. Und es gibt wieder Geld. So, eine Morchel bringt 150 Gold. Nicht schlecht, also für eine Morchel. Schon nicht übel. So, liebe Freunde da draußen, es ist wieder Zeit. Da hat wohl wieder jemand an der Uhr gedreht, wie mir scheint. 21 Uhr, das heißt, wir werden unsere heutige Session auch an dieser Stelle beenden. Ich würde rein theoretisch noch weiterspielen, aber ich muss gestehen, etwas im Magen wäre jetzt nicht ganz verkehrt. Und damit meine ich jetzt nicht geboxt werden. Ja, wir sind jetzt Mitte des Monats, also ich kann mir vorstellen, dass das ein etwas längeres Let's Play werden wird. Ich hoffe, dass ihr natürlich auch weiterhin noch mit dabei seid und mal schauen, was dieses Spiel in Zukunft noch alles zu bieten hat. Ich bin nach wie vor richtig amused über dieses Spiel, weil es einfach so viele unglaubliche Möglichkeiten gibt und... Hast du genug Lauch, ja. ja, und einfach mal schauen, was uns alles noch erwartet. Ich glaube, wir haben bisher wirklich nur an der Oberfläche gekratzt. Das Gemeindezentrum bietet so viele Sachen, die... allein das Fischen ist schon relativ viel. In der Mine geht es so weit runter. Und wir haben ja auch noch einige Orte auf der Karte. Ja, hier ist Fragezeichen, hier ist noch Fragezeichen. Ich glaube, hier irgendwo links waren noch Fragezeichen. Genau, und hier oben sind auch noch Fragezeichen. Also es gibt viele, viele Sachen, die noch offen sind, die noch dazukommen werden. Wie gesagt, wir kratzen bisher wirklich nur an der Oberfläche. So langsam finde ich auch ins Spiel rein. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Also, bis dahin, einen schönen Abend noch für die Kollegen auf YouTube, je nachdem, wann ihr es guckt. Im Chat geht jetzt gleich noch kurz weiter. Ihr kennt das ganze Spiel ja und auf YouTube verabschiede ich mich. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.